wir von West Wuppertal, wir wollen auch noch daran erinnern, dass heute vor, nicht heute, dieses Jahr, vor 100 Jahren die Märzrevolution war und das Ruhrgebiet besetzt war, die Produktionsmittel und vor allem halt auch das Kohle- oder der Bergbau sozialisiert war in weiten Teilen des Ruhrgebiets. Und auch hier in Wuppertal und im Bergischen Land gab es Arbeiterräte und es wurde das politische Leben von den Menschen, die quasi auch davon betroffen waren, selbstbestimmt. Und wir finden es wichtig, daran zu erinnern. Das war damals eine Reaktion auf den versuchten Kaputt, den die Arbeiterklasse verhindert hat mit einem Streik. Und die Menschen dachten sich dann auch gleich, ja, wenn uns, wenn quasi die Regierung, damals die SPD-Regierung, halt schon abtritt und uns der Staat nicht schützt, quasi hilflos den Faschisten ausliefert, nehmen wir doch die Sache selbst in die Hand. Und es ist, denke ich, ganz interessant zu sehen, wenn man sich die Geschichte anguckt, von der Pariser Kommune über die Spanische Revolution und auch die Mexikanische Revolution, wie immer wieder solch ein, eine externe Bedrohung halt quasi stattgefunden hat, eine reaktionäre, faschistische Aggression, die dann allerdings dazu geführt hat, dass die Menschen angefangen haben, sich selbst zu bestimmt zu verteidigen und die Kontrolle über ihr Leben zu nehmen. Und wir denken, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass wir direkt vor unserer Haustüre anfangen, dass wir hingehen und versuchen, unser Leben in den Bereichen, wo wir halt betroffen sind, also das heißt auf unserer Arbeit, in unserer Freizeit halt, aber auch in unserer Straße, in unseren Häusern selbst zu organisieren und selbst zu verwalten. Wir wollen nicht von oben herauf irgendwas aufdiktiert bekommen, sondern wir denken, der Weg für eine bessere Welt und eine bessere Gesellschaft ist es, wenn wir selbst horizontal entfalten. Und danke sehr. Wir sind auch der Meinung und wir glauben, dass dieses ganze Eigentumsprinzip, das dazu führt, dass weltweit Millionen Menschen in Armut leben, Milliarden Menschen in Armut leben, Millionen Menschen verhungern, dass das ausgedient hat. Der Kapitalismus trägt die Verantwortung dafür, dass die Menschheit gerade und mit ihr die Tier- und die Pflanzenwelt, sämtliche Ökosysteme vor dem Nichtstehen, vor dem Aufstehen. Und wir haben keine Lust mehr und auch keine Zeit mehr, dieses Drecksystem weiterzutragen. Wir wollen halt mit unserem zugegeben kleinen Beitrag dafür sorgen, dass es dass ein Funke vielleicht überspringt und die Menschen anfangen halt, sich selbst zu organisieren in ihrem Viertel, in ihrem Kiez, in ihrer Stadt, in ihrer Straße, überall und den Staat somit überflüssig machen. Dann ist natürlich die Folge, die man jetzt auch vor kurzem bei den Versuchen Seattle im Platz gesehen hat, dass der Staat seine Truppen schickt in die Armenviertel hauptsächlich, die dann dort rumstressen und rumrandalieren und dann zu mancher Versuchung kein erstickt wird, aber vielleicht kommt irgendwann mal der Moment, wo die armen Menschen in die reichen Viertel ziehen und dann ist Schicht im Schacht, dann ist Revolution. An dieser Stelle wollen wir auch uns mit den Kämpfen jetzt im Libanon zum Beispiel solidarisieren und in Belarus, wo die Leute ihre diktatorischen Regime nicht mehr hinnehmen und versuchen, selbst ein Regime Change herbeizuführen. Wir hoffen, dass dass das gelingt und sehen das so als ein bisschen Hoffnung an, dass irgendwie unsere Genossen dort ganz gut rauskommen und hoffen auch, dass diese Prozesse, die dort jetzt stattfinden, zu einem progressiven, fortschrittlichen Ergebnis führen. Dann wollen wir uns noch mit den in Berlin bedrohten Projekten und jetzt kürzlich der geräumten Kneipe-Syndikat und bedrohten die Riga 94, die Lübeck 34, es ist die Meuterei bedroht und ganz, ganz viele Orte, halt nicht nur in Berlin, ganz viele Freiräume, wo genau das möglich ist, sich selbst zu organisieren, die werden momentan ganz massiven staatlichen Eingriffen sind die ausgesetzt, auch aufgrund von der in jeder Stadt vorherrschenden Verdrängung, der sogenannten Gentrifizierung, die eine ganz krasse Durchsetzung der Klassenverhältnisse ist. Es gibt die Leute, die haben Eigentum an Wohnraum und es gibt die Leute, die haben keinen Wohnraum.
Raum, die müssen ihn sich erkaufen durch Mieterzahlen oder sonst was. Und wenn die Miete nicht ausreicht für die, die im Besitz dieser Häuser sind, dann versucht man sie rauszudrängen aus den Vierteln, aus den Städten und an zahlungskräftigeres Klientel zu kommen. Das ist eine Entwicklung, die wollen wir auch nicht länger hinnehmen und so mitmachen. Und wir rufen dazu aus, wenn, auch wenn ihr betroffen seid, vernetzt euch mit anderen, die betroffen sind und organisiert Widerstand.